Herzlich willkommen zu unserer Zoom-Medienrunde vor unserem Heimspiel am Montag gegen den VfB Oldenburg. Zum ersten Mal seit fast 30 Jahren wieder gegen die Oldenburger. Es werden knapp über 10.000 Zuschauer erwartet in der Schauinsland-Reisen-Arena. Was uns sonst erwartet, das wird uns Thorsten Ziegner jetzt gleich verraten können. Herzlich willkommen, Thorsten. Herzlich willkommen, liebe Kollegen. Dann legt los, bitte, wer mag. Guten Tag zusammen, ich bin dann mal so frei. Herr Ziegner, vielleicht zur Aktualität. Rot-Weiß Oberhausen ist der Gegner in der zweiten Runde des Niederrhein-Pokals. Wie haben Sie dieses Los wahrgenommen? Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite an alle Beteiligten. Ich habe es wahrgenommen. Tatsächlich, sicherlich aber nicht überraschend. Und bitte seht mir nach, dass ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht habe, was da in der nächsten Runde auf uns zukommt. Wir wissen, dass wir ein Spitzenteam der Regionalliga sind, aber unser Fokus ist auf Montag Oldenburg gerichtet und deswegen habe ich darüber noch nicht nachgedacht, aber wahrgenommen natürlich. Was erwarten Sie denn für einen Gegner am Montag? Der VfB Oldenburg hat jetzt das erste Spiel gewonnen gegen den SC Verl. Ich habe noch unter der Woche mit Max Wegner gesprochen, der sagte, ja, da ist so ein bisschen Last von denen gefallen, weil die viel gelobt wurden, aber keine Punkte geholt haben. Jetzt der erste Sieg. Glauben Sie, dass die da, ja, sicherlich mit viel Selbstvertrauen nach Duisburg kommen? Ne? Ja, zumindest mit mehr Selbstvertrauen, ja, als vor dem letzten Spiel. Und das mit dem Lob, das stimmt tatsächlich. Also wir haben auch die Spiele gesehen von Oldenburg und das Lob war nicht umsonst. Also sie haben gute Spiele gemacht, sie haben teilweise unverdiente Ergebnisse erzielt, ja, so dass wir dort schon wissen, dass da eine gute Mannschaft auf uns zukommt. Und dennoch haben wir ein Heimspiel. Die Jungs sind in einer hervorragenden Verfassung und wir wollen am Montag gewinnen und genauso werden wir ins Spiel reingehen. Und trotzdem müssen wir auch Rücksicht auf den Gegner nehmen, beziehungsweise Wert auf den Gegner legen, auf Aufgaben, auf Stärken von Oldenburg, die wir dann natürlich wieder unterbinden wollen und aber auch auf Dinge, die für uns sprechen, ja, wo wir Lösungen sehen, wo wir Räume sehen, um eben erfolgreich zu sein. Aber nochmal, wir werden uns so vorbereiten, dass wir in das Spiel gehen, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen, so wollen wir auch das Spiel angehen, nicht abwarten, sondern voller Energie. Und dementsprechend nehmen wir Oldenburg ernst, aber wollen uns vor allen Dingen auf uns konzentrieren. Die personelle Lage, wie sieht die aus nach dem Niederrhein-Pokalspiel und vor Oldenburg? Genau, da hat sich nichts zusätzlich getan. Heißt, die Verletzten, die aktuell noch nicht dabei sind, werden auch am Montag nicht dabei sein. Fälscher, Quadwo und Bakir sowieso. Und auch Marvin Knoll ist noch nicht so weit, dass er wieder einsteigen kann. Dort müssen wir einfach gucken. Er ist jetzt im Aufbautraining. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Dann stelle ich ihm schnell eine Frage dazwischen. Gibt es eine Perspektive für die vier Spieler? Also wie ist da der Horizont in etwa? Ja, total schwer zu sagen. Also bei Leroy Quadwo war nach der ersten Untersuchung, also nach der ersten Phase der Reha festgestellt worden, dass sich es eher gar nicht verbessert hat. Es ist inzwischen besser geworden, aber hat ihn natürlich einige Wochen zurückgeworfen. Rolf Fälscher, das hatte ich ja damals nach seiner Rehverletzung wieder gesagt, dass das ähnlich lange dauern wird wie die erste Verletzung. Ja, dort sollten wir nicht zu euphorisch sein und frühestens in der Winterpause wieder darüber nachdenken, ob er zurückkehrt. Aber ist es genau das Gleiche, hatten wir uns letztens schon mal drüber unterhalten. Und bei Marvin muss man jetzt einfach sehen, wie die Belastung auszuhalten ist mit seiner Wadenverletzung. Mhm. Vielleicht doch noch einmal kurz zum Niederrhein-Pokal zurück. Ist ja ein Derby. Macht das besondere Freude? Wird es dann, ja, wenn es soweit ist, sicherlich. Aber ich behaupte mal, und da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, im Niederrhein-Pokal sind alles irgendwie Derbys. Naja, RWO gegen MSV ist schon eine eigene Qualität, das muss man sagen. Ja, also ist ja alles nicht weit weg und deswegen die Beziehungen zu dem Vereinen sicher immer ganz speziell. Das wird dann auch sein, aber zu gegebener Zeit eben. Mhm. Dann schalte ich mich jetzt einfach mal ein. Ein freundliches Hallo in die Runde. Benny Giert kam, wurde eingesetzt, erzielte 2 Tore. Sagen Sie was zu dem Herrn Giert. Ja, zum einen freut es mich natürlich erstmal, wenn ein Spieler insgesamt einen Tag bei der Mannschaft ist, das Abschlusstraining am Mittwoch mitgemacht hat, am Morgen noch die Aktivierung und dann in ein Spiel reinkommt und gleich seine Kernkompetenz, Tore zu erzielen, erfüllen kann. Freut einen das natürlich vor allem für den Spieler. Ja. Je schneller sowas passiert, desto schneller
kommen die Jungs eben auch bei der Mannschaft an. Und Benny ist sofort angekommen aufgrund seiner Art und Weise, wie er sich in der Mannschaft bewegt und auch aufgrund dessen, dass er dann eben da war, wo es notwendig war, Tore zu erzielen. Und das freut mich total. Nichtsdestotrotz ist es so, dass er eben jetzt 3 Tage da ist und noch nicht länger und er sicher noch die ein oder andere Trainingseinheit braucht, um Abläufe kennenzulernen, um genau zu wissen, wie es in der Mannschaft funktioniert. Aber er ist mitten dabei, er hat heute Morgen wieder ein sehr, sehr ordentliches Training absolviert mit dem Kader, der gestern weniger gespielt hat und dementsprechend, er ist bereit. Also wenn wir ihn brauchen, ist er da. Und jetzt schauen wir mal, wie es am Montag aussieht. Das wäre jetzt die Nachfrage gewesen. Ist er fit? Scheint er aber zu sein. Auch für, weiß ich nicht, 75 Minuten. Ja, er hat natürlich... Über 90 sein. Ja. Er hat natürlich in den letzten Wochen jetzt eher weniger gespielt. Er hat die komplette Vorbereitung in Braunschweig mitgemacht, in dem ein oder anderen Testspiel auch mal reingekommen, aber Braunschweig hat ja nicht so wirklich mit ihm geplant und dementsprechend in den letzten 5 Wochen regelmäßig gespielt hat. Aber für den Stürmer ist es immer wichtig, maximal Tempo zu gehen, maximal die Räume zu belaufen und dann ist es eigentlich ungewöhnlich, wenn ein Stürmer 90 Minuten dieses Tempo durchgehen kann. Und er ist in der Lage, von Anfang an zu spielen und eben über eine gewisse Spielzeit, je nach Charakteristik des Spiels auch. Er ist aber eben auch in der Lage, für ein paar Minuten nur zu helfen. Wie lange denken Sie, braucht er, bis er 100% im Team ist? Ja, ich rechne damit, dass es in den nächsten 2 Wochen passieren wird. Mhm. Weil er eben gesund aus einer Vorbereitung kommt. Also er ist jetzt nicht irgendwo aus der Arbeitslosigkeit gekommen, musste sich nicht privat fit halten. Er hat mit einer Mannschaft trainiert, ganz normal. Und ihm fehlt einfach nur der Rhythmus, Pflichtspiele zu absolvieren oder überhaupt Spiele über 90 Minuten zu absolvieren. Und deswegen, er kann im Training volles Tempo gehen, er wird es dann auch im Spiel können. Und mit Training, mit Spielpraxis wird er ganz schnell auf dem Stand sein, dass er 100% einsatzfähig und bereit ist für uns. Dann können wir wohl davon ausgehen, dass er für Montagabend im Kader steht. Kann man auch von Anfang an mit ihm rechnen? Ja. Dann so ein bisschen durch. Sowohl als auch. Also wenn nichts Außergewöhnliches passiert, das war ja auch gestern so, dass er dann sofort im Kader war, weil wir eben wissen, welche Qualitäten er hat und dass er eben gesund und fit ist, soweit fit bis auf Spiele. Dementsprechend, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird er am Montag mit dabei sein. Und es ist denkbar, dass er von Anfang an spielt. Klar, warum nicht? Jetzt war ich leider gestern verhindert. Warum hat Vincent Müller im Tor gestanden? Weil es ein Pflichtspiel war und er unsere Nummer 1 ist. Niederrhein-Pokal ist eigentlich, also wäre so mein Empfinden, ein Thema für die Nummer 2, für den Lukas Räder. Der war gar nicht da, der hatte frei. Genau, ne, der hat trainiert. Also frei ist übertrieben, der hat trainiert. Ja, aber klar, Ihr Empfinden verstehe ich total. Mein Empfinden war, dass es ein Pflichtspiel ist und dort unsere Nummer 1 spielt. Okay, alles gut. War nur etwas überraschend. Dann würde ich vielleicht nochmal fortsetzen. Welche Erkenntnisse haben Sie aus dem Pokalspiel mitgenommen, jetzt mal abgewonnen, gesehen von Benjamin Giert? Viele positive, wirklich. Also es beginnt damit, dass wir auf einem unangenehmen Geläuf, so möchte ich es mal bezeichnen, ein sehr kleiner Platz, dazu ein Kunstrasenplatz, gegen eine hochmotivierte Mannschaft gespielt haben und die Jungs das total seriös gemacht haben. Ja, es war keinerlei Überheblichkeit zu spüren, es war keinerlei Nachlassen zu spüren. Das spricht einfach für den Teamgeist, für den Charakter, für die Homogenität dieses Teams. Und darüber hinaus, und das ist für mich zusätzlich noch sehr erfreulich, dass die Spieler, die eben in den letzten Wochen weniger gespielt haben und gestern Zeit hatten, über lange Zeit des Spiels eben zu spielen, dabei sind. Ja, also ich möchte nicht mal sagen, dass die nah dran sind, sondern die sind dabei. Und für uns als Trainerteam ist das eine total wichtige Botschaft, dass wir wissen, egal was ist, ob es eine Sperre ist, eine Verletzung, eine Krankheit oder eine Formschwäche, dass wir einfach reingreifen können und die Mannschaft nicht schlechter dadurch wird, sondern wir genau auf dem gleichen Niveau weiterspielen können. Und das ist natürlich eine coole Situation für uns als Trainerteam, aber vor allen Dingen für die Mannschaft. Gibt es einen Spieler, der sich da aus Ihrer Sicht besonders hervorgetan hat? Nein, ich möchte da auch niemanden explizit erwähnen. Ja, ich glaube, dass alle, die reingekommen sind, und das kann man ja einfach nachlesen, die in den letzten Wochen weniger gespielt haben, ihre Sache sehr ordentlich gemacht haben. Ja, jeder auf seine Art und Weise in der Position. Klar ist es auch, dass dann ein Spieler wie Tobias Fleckstein nicht 3 Tore schießen kann, wenn es normal läuft. Ja, und er die Offensivspieler dort
zum Zug kommen und sich auszeichnen können mit Toren. Aber wir haben zu Null gespielt, wir haben sehr stabil gestanden, wir haben total wenig zugelassen. Heißt dementsprechend auch, unsere Defensivleute, die reingekommen sind, haben ihren Job hervorragend gemacht. Deswegen, es war wie in den letzten Spielen auch, war es eine homogene Leistung, wo keiner abgefallen ist, wo alle dabei sind. Ja, und das macht mich auch zuversichtlich für die kommenden Aufgaben. Eine Frage vielleicht, Entschuldigung, Hermann. Die mir eingefallen ist, gerade nochmal zu den Torhütern, da gebe ich den Hermann Kiewicz natürlich recht, es ist eigentlich Usus, dass man die Nummer 2 im Jochen Knörzer, Entschuldigung, dass man die Nummer 2 im Verbandspokal spielen lässt. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, weil zu schnell, wie Sie das bei Ihren anderen Vereinen handgehabt haben. Vielleicht nochmal eine Erklärung. Sie sagen ja, Sie freuen sich, Sie haben eine coole Mannschaft, dass man sieht, dass auch die Jungs, die hinten dran sind, dass man auf die zählen kann. Beim Torwart so ein bisschen. Meine Meinung, wenn man die Nummer 2 nicht im Pokal, im Verbandspokal, wo man sowieso, glaube ich, 80% Ballbesitz hat oder noch mehr, nicht spielen lässt, ist das so ein bisschen, ich will nicht zu viel reininterpretieren, aber so ein bisschen ein Mangel an Vertrauen. Ja, okay, das ist Ihre Meinung. Also ich respektiere die total. Ja, und deswegen leben wir ja in dieser Gesellschaft, dass jeder seine Meinung haben kann, jeder mal seine Meinung äußern kann. Ich finde, dass es total wichtig auch ist, auch als Respekt vor dem Gegner zu sagen, man stellt die bestmögliche Mannschaft für dieses Spiel auf. Und für uns ist es tatsächlich egal, ob wir gegen einen Favoriten in der dritten Liga spielen oder gegen einen Landesligisten spielen. Wir wollen Spiele gewinnen und um Spiele zu gewinnen, spielt die beste Elf. Und für uns ist das auch ein klares Signal an alle Beteiligten. Unsere beiden anderen Torhüter, Lukas Räder und Max Braune, mit denen sind wir total zufrieden. Aber jeder hat in der Mannschaft seine Rolle. Und unsere Nummer 2 und unsere Nummer 3, wenn man das so bezeichnen möchte, oder 2a und 2b, sind dann gefordert, wenn Vincent nicht halten kann, wenn er verletzt ist, wenn er eine Formschwäche zeigt, wenn er krank ist, dann sind sie gefordert. Dafür haben wir täglich Training und dann können wir sie einsetzen. Genauso in irgendwelchen Vorbereitungsspielen. Und sie sagten, es ist Usus. Also ich habe das jetzt noch nirgendwo gelesen. Das heißt Usus. Ich sag mal, wenn man prozentual durchgeht, dann machen es, weiß nicht, 80% der Vereine so, ne, dass man, kann man ja ganz oben im Profibereich auch schon schauen, dass oft im DFB-Pokal die Nummer 2 spielt. Aber Usus nehme ich mal zurück, aber nicht kommt eher öfter als selten vor. So. Es kommt vor, richtig. Da gebe ich Ihnen recht. Danke. Habt ihr noch Fragen? Ja, ich wollte noch eine oder zwei hinzufügen, wenn ich darf. Die erste ist, wenn man auf die Tabelle schaut und auch wie es im Moment gelaufen ist, wird die Mannschaft ja jetzt als Favorit auftreten. Wie geht man mit so einer Rollenverteilung um? Ja, absolut. Also wir sehen das natürlich auch so, dass wir zumindest am kommenden Montag für dieses Spiel Favorit sind. Ja, wir haben die letzten 3 Spiele gewonnen. Wir haben aus den letzten 4 Spielen 10 Punkte geholt. Die Jungs zeigen eine ansteigende Form, haben eine gute Verfassung. Wir spielen zu Hause gegen den Aufsteiger, ohne das despektierlich zu meinen. Dort ist man automatisch sofort Favorit. Und trotzdem habe ich da keine Angst davor, beziehungsweise irgendwelche Bedenken, weil wir waren gestern auch klarer Favorit und haben es seriös gemacht, haben es souverän gemacht. Und für mich ist es total wichtig, dass wir uns für das jeweilige Spiel mit der Charakteristik des Spiels befassen. Was wird da auf uns zukommen? Und dann gehen wir sowieso ins Spiel und wollen sie gewinnen. Ja, und das war in den letzten Spielen so, das wird am Montag so sein und das wird auch in den darauffolgenden Spielen so sein. Wir werden nie in irgendein Stadion fahren und sagen, vielleicht können wir irgendwie einen Punkt holen. Ja, sondern wir gehen das Spiel an, um Spiele zu gewinnen. Und so ist es auch am Montag. Deswegen, meine Bedenken sind dort eigentlich bei Null, dass dort irgendwas nur aufgrund der Konstellation, dass wir jetzt Favorit sein sollen, sich ändern. Ich werde den Jungs ganz total hohe Ansprüche stellen und diese Ansprüche bzw. diese Vorgaben, die sind zu erledigen. Und auch da sind wir jetzt wieder bei der Frage von vorhin, wie ich zufrieden war mit den Jungs, die gestern reingekommen sind, wie es in unserem Kader insgesamt aussieht. Wir haben inzwischen eine total hohe Leistungsdichte. Wir haben einen Kader, der so breit ist, dass wir beliebig, wenn es mal nicht laufen sollte, eben wechseln können. Und das wissen die Jungs auch. Und deswegen sollte jeder immer wieder in Spiele gehen, in jedes Training gehen und sagen, ich will heute alles geben. Und dann haben wir eben die große Möglichkeit, auch am Montag wieder erfolgreich zu sein. Reiten Sie die Euphoriewelle oder ist das jetzt mehr so der Versuch, ein bisschen auch Bodenhaftung einzunehmen?
Nein, ich bremse gar nicht. Ich wünsche mir, dass total viele Zuschauer kommen. Ich wünsche mir, dass noch mehr Duisburger infiziert werden, zu unseren Spielen zu kommen. Ja, und weil man eben sieht, dass die Mannschaft gewillt ist, gute Leistung zu bringen, gewillt ist, alles in jedem Spiel rauszuhauen. Deswegen, ich werde dort gar nicht bremsen. Ich werde aber immer wieder darauf hinweisen, dass jedes Spiel extrem schwer sein wird in der Liga. Ja, und das sieht man Woche für Woche, was für Ergebnisse zustande kommen. Mannheim hat sich dieses Jahr auf die Fahnen geschrieben, aufzusteigen, verlieren im Meppen 6-2, wir gewinnen dort 3-0. Also es ist total verrückt, also diese Liga. Und deswegen jedes Spiel total ernst nehmen. Und das ist das, was ich tun möchte. Aber ich werde mich nicht dagegen sträuben, dass die Leute sich darüber freuen, dass wir erfolgreich sind, dass die Leute sich wünschen, dass wir weiter erfolgreich sind. Ich will das genauso. Dann habe ich noch eine Nachfrage, lieber Martin, aber nicht an dich. Moritz Schoppelkamp sagte in Meppen nach dem Spiel, in der vorigen Saison hätten wir uns so ein Tor eingefangen. Er meinte das 2-0 durch Vincent Müller. Was haben Sie getan, dass das jetzt umgekehrt läuft? Ja, manchmal ist ja der Fußball total verrückt. Ja, also zum einen möchte ich erstmal gar keine Wertung abgeben, ob das in der letzten Saison tatsächlich so gewesen wäre, ob die Spiele so liefen. Das ist nicht weder mein Recht noch meine Aufgabe. Fest steht, dass wir sehr, sehr demütig arbeiten, sehr klar arbeiten, aber mit klaren Prinzipien auch arbeiten. Und man muss das Tor dafür gar nicht erwähnen. So ein Tor, das passiert einmal in 100 Jahren, 10 Jahren, keine Ahnung. Also auf jeden Fall total selten. Und das ist sicher kein Parameter dafür, warum man erfolgreich ist oder eben nicht erfolgreich ist. Ich glaube, der Schlüssel dazu, dass wir aktuell so auftreten, wie wir eben auftreten, ist, dass wir als Team verschworen auftreten, dass wir jede Trainingseinheit nutzen, um uns zu verbessern, um keinen Millimeter nachzulassen, und dass dann am Ende, was am Spiel rumkommt dabei, nur das Ergebnis unserer harten Arbeit unter der Woche ist. Und egal, ob wir Spiele gewinnen, egal, ob wir solche Tore schießen wie am letzten Wochenende gegen Meppen, wir werden nicht aufhören damit, ja, sondern wir werden genau an diesen Dingen da dranbleiben. Aber nachlassen gibt es nicht. Nachlassen werden wir das erste Mal in der Winterpause. Aber ist das wirklich auf der Seite der Tüchtigen? Ja, möglicherweise. Das muss man sich sicher arbeiten. Deswegen meinte ich ja, das, was am Ende rauskommt, ist das Ergebnis dessen, wie man vorher arbeitet. Und wenn die Jungs unter der Woche diese Bereitschaft zeigen, diese Akribie zeigen, wie sie es eben jetzt seit Wochen im Training tun, dann kommen am Ende solche Ergebnisse raus, und dann hat man eben auch mal das Glück auf seiner Seite. Das heißt, dass das Motto demütig bleiben und hart arbeiten, was auch Moritz Schoppelkamp wiederholte, ist Programm bei Ihnen? Ja, 100%. Also zum einen passt es 100% zu unserem Verein. Ja, und zum anderen glaube ich, dass es total wichtig ist, im Fußball, aber auch insgesamt in der Gesellschaft, sich darauf zu fokussieren, welche Aufgaben man hat, nicht über irgendwelche Dinge, die in der weiten Ferne liegen, zu diskutieren, sondern wir haben am Montag eine total schwere Aufgabe vor uns, ja, wo der Gegner zu uns kommen wird und uns diesen Abend gerne vermiesen würde. Und diese Aufgabe müssen wir angehen, und zwar ab der ersten Minute mit voller Überzeugung, aber auch mit voll guter Leistungsfähigkeit. Und dafür müssen wir hart arbeiten, und das werden wir jetzt die nächsten Tage noch tun. Für mich Dankeschön und viel Erfolg. Darf ich an den Martin noch eine Frage stellen? Wie wird im Niederrhein-Pokal die Einnahmen verteilt? Wie werden da die Einnahmen verteilt? Ja, da gibt es einen Schlüssel für, wo aber dann, also es gibt schon eine grobe Teilung, allerdings werden wir immer alle Organisationskosten etc. davon am Ende vorher abgezogen. Ja, das wird also im Fall Menrad jetzt irgendwann in der nächsten Woche dann zum Beispiel. Nee, ich hatte jetzt mehr ans Niederrhein-Derby gedacht. Ja. Da dürfte ja ein paar mehr Zuschauer kommen als in Menrad. Das ist zu vermuten, ja. Aber auch damit beschäftigen wir uns dann. Ja. Stichwort Zuschauer, Martin, wie viele erwartet ihr aus Oldenburg? Und da habe ich keine Info drüber, wie viele da kommen. Ja, kann ich im Moment nicht sagen. Und eine Frage noch an den Ziegner, abschließende von mir. Diese verrückte Liga, das hat man ja in der vergangenen Saison schon gesehen, dass da 5, 6 Spieltage vor Schluss auf einmal ist ein sicher geglaubter Club noch im Abstiegskampf oder im Aufstiegskampf. Wann lohnt denn ein Blick auf die Tabelle, ein aussagekräftiger, für Sie persönlich?
Also ich glaube, dass man, also Sie haben es ja gerade richtig gesagt, also insgesamt wird die Liga immer eng bleiben. Mit 2 oder 3 Siegen am Stück ist man vorne dabei, mit 2 oder 3 nicht gewonnenen Spielen ist man automatisch wieder hinten drin. Und jedes Jahr sagt man, nein, so verrückt kann das dieses Jahr nicht nochmal werden, und es ist immer wieder so gewesen. Deswegen glaube ich, dass es auch dieses Jahr wieder so eine Liga wird und dass Konstanz total wichtig ist. Aber ich denke, dass wir nach 10 Spieltagen zumindest ein erstes Fazit ziehen können. Ja, wo wir sagen können, wie sind wir in die Runde reingekommen, in welchem Bereich ist es möglich, sich so selbst zu sehen. Und 10 Spieltage ist dann ein Viertel der Saison, wo man schon zumindest ein erstes Mal ein Fazit ziehen kann. Gut, dann vielen Dank für eure Fragen. Thorsten, für deine Antworten. Kommt gut in und durchs Wochenende, ob mit Currywurst oder französischer Salzbutter. Wir sehen uns am Montag. Bis dann. Mach's gut. Danke. Ciao. Danke an alle. Tschüss. Ciao.